Sabers. Boss Team Games. Studio-Kanal. Französisch. Metro Goldwyn Mayer. The Leo. Lionsgate Games. Star. Unreal Engine. Evil Dead again. Amen. So, gucken hier, machen wir hier mal Mission hier, ne? Warte mal, muss ich mal kurz gucken. Einstellung, Tastenbelegung. Steuerung. Charakter. Ah, Taschenlampe war nach links. Okay. Okay. Mission. Hier hat man ja sieben verschiedene Missionen, die man erfüllen kann. Mit verschiedenen Charakteren. Da brauche ich Lindas Kopf. Da brauche ich Lindas Kopf. Und das ist schon mal schwierig. Töte sie alle. Dann machen wir töte sie alle. Töte sie alle ist immer gut. Kapitel 3. Do you wanna die? Do you wanna die? In diesen gruseligen Wäldern wimmelt es nur so von Untoten. Jemand muss hier aufräumen. Jemand. Finde das Auto, ja. Ah, das ist ja, oh, nee, das ist ja das, oh. Ich habe keine Taschenlampe. Ha! Doch. I made light. Let's see you primitives do that. Erstmal ein bisschen hier umschauen. Na ja, da kann man was nehmen. Da haben wir Munition. Munition ist schon mal wichtig, Leute. Munition. Ich glaube, ich habe schon alle Missionen gespielt. Ich weiß gar nicht. Komme ich da nicht hoch? Wie komme ich nochmal hoch? Ich weiß es nicht mehr. Da ist noch ein bisschen Munition. Da haben wir noch Energy Drink. Energy Drink immer wichtig. Ist gut für Gesundheit. So, was haben wir hier noch drin? Was haben wir denn hier noch drin? Mögt ihr eigentlich auch Evil Dead? Oder Tanzerteufel, wie es bei uns in Deutschland heißt. Hier war ja nichts, ne? Ne. Wir hören unser Auto. Amulett. Amulett immer wichtig und richtig. Ah, da ist noch Munition. Munition. Liegt hier noch was? Das Auto, hört er schon. Er brummelt. Also Auto fahren kann ich ja gar nicht, ne? Hello, gorgeous. You are a sight for Sora. Ich fahr mal vorsichtig.
nicht hier die Brücke überlaufen fahren. Ich kann halt nicht Auto fahren. Wir haben noch 44 Meter. Au. Ja, jetzt geht's gleich los hier. Dann geht's große Geballere los. This isn't just light, it's illumination. Conjured by the Chosen One. The Chosen One? Ja, ich bin der Auserwählte, ich weiß. Da muss man erstmal noch ein bisschen einsammeln hier, was geht. Bevor ich immer da drauf gehe. Weil es wird dann schon ziemlich stressig, das sage ich euch jetzt schon. Wenn mal der Punk abgeht, dann ist Sing Sing im Willeviertel. Dann ist die Kacke mal richtig am Dampfen. Ah, ich verstehe nicht, warum das Spiel so wenig Aufmerksamkeit bekommt, ne? I don't understand it. Na, Munition. Hör auf! Ich bin schon tot. Ich bin schon tot. Die Mission ist ziemlich schwierig. Die Mission ist wirklich ziemlich schwierig. Das ist nichts für einen alten Mann. Ich kann doch nicht schießen. Vor allem habe ich kalte Hände hier, ne? Wir spielen mal mit Pablo. Pablo ist auch ein cooler Sack. Er wird uns nicht gehen lassen. Pablo ist nicht der Typ, der einen Freund im Stich lässt. Heute Abend hat er die Nachricht gefunden. Hey Kleiner, die Wälder sind... Steig ins Auto. In the dark, one light at a time. One light at a time. Pablo ist eine coole Socke. Vor allem aus der Serie, ne? Wer ihn nicht kennt oder wer sich fragt, wer ist Pablo? Der war in der Serie. Was haben wir hier? Always safer to keep some distance. Yeah, wir haben die Pistole. Pistole immer wichtig und richtig. Was gibt's hier oben noch? Haben wir ja ein bisschen umschauen, ne? Revolver. This one looks good on me. Boom. Ja, jetzt könnte man die Pistole nehmen oder die nehmen, ne? Eine von beiden. Pistole oder... Was ist das? Was findet man noch Schönes? Oh! Unterlader, ist auch nicht schlecht. Mu-
Munitionskapazität 5, Schaden 120. Schaden 150. Ah, nehmen wir lieber den Revolver. Nehmen wir lieber den Revolver, der macht mehr Schaden. Können wir aber alles mal mitnehmen. Und man findet halt immer Gegenstände und alles Mögliche, ne? Ich meine, die ganze Atmosphäre, wo das Spiel hat, und ist einfach großartig, finde ich. Hopp, hopp. So, dann steigen wir mal in unseren flotten Karren ein, oder? Und im Licht bleiben. Streichel, da immer wichtig. Und wenn man im Licht bleibt, dann hat er weniger Angst, ne? Daumen sind immer, wenn man so Streichhölzer findet, sehr, sehr überlebenswichtig. Das sind Häuser. Wie gesagt, es gibt momentan 7 Missionen, die man spielen kann. Aus allen Filmen und der Serie und etc. pp. Ne? War da was? Dieses Knarren und alles, das ist so geil gemacht. Also ich liebe dieses Spiel. Nur leider hat es halt keiner, ne? Mit dem man das spielen könnte oder so. Zusammen im Team. Man kann sich ja dann ein Team zusammenstellen und überleben. Aber es hat halt leider keiner. Was sehr, sehr traurig ist. What? Hallo? War da noch was? Ja, Bombenziel. Wir haben jetzt noch 63 Meter. Dann wir da lieber zum Auto zurück. Und nicht so lange im Dunkeln bleiben. Boah, das sind Zombies. Untote. Hau ab, Pablo, hau ab. 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 Nein. Nein. Nein, schau! Ich bin tot! Leck mich doch am Arsch! Die Pistole schießt so langsam!
Das ist so frech, Alter. Ich hätte nicht in die Zombies reinfahren sollen, da war der in die Untoten, ne? Weil da war nämlich der Karre dann kaputt, ne? Damn. Und Gesundheit habe ich keine gehabt. Um mich zu heilen. Ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich. Looks good on me. Das ist der Revolver. Die Revolver. Revolver. Wo ist die Pistole? Die macht halt nur 120 Schaden. Aber der Revolver ist nicht mehr da. Die Pistole. Die Pistole. Das ist Gewehr. Schöne Töne. Fahr mal andersrum. Ich versuch mal andersrum zu fahren. Shine bright, little light. Shine bright, little light. Shine on my little light. Sonst haben wir hier nichts mehr. Dass ich keine Gesundheit kriege, das ist kacke. Das ist so fufu-bad. Kein bisschen Gesundheit. Hier schau nicht. Hallo? Vor allem, ich finde die Grafik so mega geil. Wo ist mein Car? Ab ins Auto. Und da ist noch ein anderes. Vielleicht finden wir hier noch was. Banishing the dark, one light at a time. Auch nichts. Nothing. What? Nichts. Nothing for me. Damn. Da ist noch ein Haus. Wenn wir da Licht anmachen. Burn in hell. War hier was? Hier war was. Munition haben wir wieder. Aber halt kein Energy Drink. Das ist sehr unvorteilhaft. Sehr, sehr unvorteilhaft. Gehen wir da zu dem Haus noch.
vielleicht bin ich da ja was. Ich muss doch irgendwie a little bit energy geben für mich. Weil sonst überlebe ich nicht lang. Und das ist halt scheiße, ne? Machete. Time to carve a path through evil. Besser wie mit der Hand hauen. Immerhin haben wir jetzt eine Machete noch. Das ist schon mal nicht schlecht. Machete immer gut. Jetzt noch ein Energy Drink und die Welt ist in Ordnung. Gib mir Energy. Gib mir eine Rockstar. Die Musik ist so geil. An dem Spiel ist einfach alles geil, finde ich. Die Atmosphäre, die Grafik. Der Witz, diese Dialoge, das ist alles. Megalo. Wir müssen ja irgendwie darüber kommen. I damaged the car. Ah! 32 Meter im Schnee. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Überall die kleinen lila Menschenfresser. Und es sind nicht gerade wenig. Hätte ich vielleicht da was in die Luft jagen sollen? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, Leute. I'm so bad. I'm really bad. Oder? Naja, aber wenigstens mal reingeschaut, oder? Das macht halt einfach riesig Laune. Meine Sammlung, ich habe überhaupt nichts gesammelt. Oh, Überlebende, Stufe 1 Anführung. Dämonen. Ah. Bam, bam, bam. Nicht in Besitz. Ah, da habe ich zwei nicht in Besitz. Aha. Was sowas? Why not? Extras? Extras haben wir ja noch keine gefunden, weil ich habe halt nichts, ne? Ich muss ja halt immer erst die Mission beenden, ne? Um die Extras, aber. Ich bin halt einfach zu schlecht. Aber es ist ein mega geiles Spiel, finde ich. Ein mega geiles Spiel, Leute. Evil Dead the Game. Darum, hol ich das, dann können wir das zusammenspielen. Hä? Wäre doch mal eine feine Sache.
mitwirken. Ja. Wahnsinn. Leider hat's keiner. Das ist ärgerlich. Sonst würde ich das. Weil man kann ja hier, wenn man hier auf Spielen geht, ne? Kann man hier spielen. Erkundung gegen andere Spieler als Überlebender spielen. Gegenspieler als kandarischer Dämon. Hier gegen KI spielen, gegen KI. Und dann kann man auch ein benutzerdefiniertes Match machen. Also man hat da so viele Möglichkeiten bei dem Spiel, nur möchte keiner mit mir spielen. Finde ich ziemlich schade, ja. Aber wenn man mal da kurz reingeguckt hier bei meinem Kollegen hier. I love it very much. Wie man so schön sagt.